Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die größten Fehler in der Fotografie, speziell alles, was mit der Blende zu tun hat. Wenn du nicht weißt, was die Blende ist, dann schau dir gerne andere Tutorials auf meinem Kanal an. Die Playlist Chris Tutorials gibt dir da ein paar Beispiele. Lass uns also gleich starten. Fehler Nummer 1 ist es zu glauben, dass man immer mit einer Blende von 1,2 oder 1,8 fotografieren oder filmen muss. Und ich spreche jetzt speziell mal das Filmen an, denn seit es Spiegelreflexkameras gibt, die Videos aufnehmen können und einige von euch entdeckt haben oder einige von uns, muss ich schon sagen, weil ich das früher natürlich auch gemacht habe und teilweise immer noch mache, ist zum Beispiel eine Blende von 1,2 oder 1,8 einzusetzen, um einen möglichst verschwommenen Hintergrund und einen möglichst scharfen Vordergrund zu haben. Das ist okay, das kann man natürlich machen, aber es ist teilweise so, dass es ohne Sinn eingesetzt wird. Also warum, wenn der Zuschauer den Hintergrund auch ein bisschen erkennen soll, wenn es zum Beispiel ein Film ist, eine Story, die man erzählen will, und der Zuschauer soll natürlich mitbekommen, was im Hintergrund abgeht, warum filmt man das Ganze dann mit einer Blende von 1,2 und bleibt auf dem Schauspieler, der direkt vor der Kamera steht? Das macht keinen Sinn. Und genauso ist es, wenn du in einem Film immer mit der Blende 1,2 oder 1,8 filmst. Es ist einfach so oft der Fall, dass es vor allem bei den neuen Anfängern schnell dazu führt, dass sich der Zuschauer einfach denkt, ja, es ist halt nichts Neues mehr oder es ist einfach nichts Spezielles mehr. Man kann es gezielt einsetzen, wenn beispielsweise ein Kreisel auf einem Tisch ist, wo vorher ein Mensch gesessen ist. Bei einem ganz bestimmten Film von Christopher Nolan kommt das zum Beispiel vor. Und da sehen wir auch ganz, ganz hervorragend, wie das umgesetzt ist. Der Kreisel selbst ist in der Schärfe und alles andere ist nicht in der Schärfe. Warum? Weil der Kreisel in dem Moment wichtig ist. Das ist auch ein stilistisches Mittel, eben dem Zuschauer zu sagen, hey du, schau mal daher. Und dann weiß man als Zuschauer, ah, okay, das Ding ist in der Schärfe, das ist das, was jetzt wichtig ist und alles andere ist jetzt unwichtig. Und das führt mich auch schon in den Fehler Nummer 2. Und der Fehler Nummer 2 ist es zu glauben, dass die Blende nur den Lichteinfall kontrolliert. Das macht sie nämlich nicht. Die Blende kontrolliert unter anderem das Schärfenfeld. Also das bedeutet, also den Schärfenbereich, in welchem Bereich von der Linse bis zum am weitesten entfernten Objekt in einem Bildausschnitt die Schärfe verteilt ist. Bei mir sollte das jetzt eigentlich so sein, dass die Schärfe auf meinem Gesicht liegt und der Hintergrund mehr oder weniger unscharf ist. Je nachdem, welche Blende ich eingestellt habe, ist der Hintergrund unscharf oder komplett unkenntlich oder der Hintergrund und ich bin, ja, und ich bilden quasi eine Einheit. Also man kann nur durch richtiges Licht erkennen, was ist der Hintergrund und was ist der Vordergrund. Und aus dem Grund ist es eben auch wichtig zu wissen, dass eine Blende von 1,8 oder 1,2 beziehungsweise 1,4 zwar einen sehr verschwommenen Hintergrund macht, aber wie gesagt natürlich auch für den Lichteinfall verantwortlich ist. Und es kommt natürlich auch auf die Bildsprache an, was du eigentlich mit deinem Bild erzielen möchtest. Ein weiteres Beispiel von unnötiger 1,2er oder 1,4er Blende ist beispielsweise die Landschaftsfotografie. Das ist aus dem Grund unnötig,
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen riesengroßen Bildausschnitt habe und in diesem riesengroßen Bildausschnitt ist zum Beispiel keine Blume, die ich scharf gestellt habe, sondern ich möchte einfach nur den Wald fotografieren oder den Berg fotografieren, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, mit einer 1,8er oder 1,2er Blende zu fotografieren. Denn ich habe bei einer 1,8er Blende einen Schärfenbereich, der ist genau so groß. Das bedeutet, du kannst die Schärfe auf die Nase einer Person stellen oder auf die Augen. Und natürlich, wenn du größere Dimensionen, also eine Landschaft fotografierst, dann möchtest du ja möglichst viel in der Landschaft scharf haben. Und weil du nicht immer abschätzen kannst in einem Bildausschnitt, speziell auf einem kleinen Monitor, ob eine Sache besonders scharf abgebildet wird oder ob sie schon in der Unschärfe liegt, es ist am besten, man fotografiert beispielsweise in Landschaftsbildern mit einer Blende von, ich würde sagen, 5,6 bis 32. Also eher im oberen Bereich. Natürlich nimmt das auch mehr Licht weg, aber das kannst du kompensieren durch ein Stativ oder durch die ISO, je nachdem. Und aus dem Grund, denke ich, solltest du dir bewusst sein, dass die Blende nicht nur Licht wegnimmt, oder beziehungsweise für den Lichteinfall in die Kamera verantwortlich ist, sondern auch, wie sich die Schärfe in deinem Bild verteilt, also speziell auf die Entfernung. Fehler Nummer 3 ist ein erneut technischer, natürlich, weil es ja auch um die Blende geht. Aber Fehler Nummer 3 ist es zu glauben, dass eine Blende von 1,8 schärfer abbildet, also aufs gesamte Bild gesehen, als eine Blende von 8 bis 11. Das Problem ist, dass natürlich die Schärfe zu setzen mit einer Blende von 1,8 manuell sehr viel schwerer ist, als wenn du deine Automatik das übernehmen lässt. Aber auf der anderen Seite ist es durch den verschwommenen Hintergrund, den eine Blende von 1,8 oder 1,4 erzeugt, so, dass die meisten Leute glauben, das Bild wäre unglaublich scharf. Aber wenn du einmal ein Bild richtig belichtest mit einer Blende von 8 bzw. 11 und das Ganze dann vergleichst mit einer Blende von 1,2 oder 1,8, dann wirst du feststellen, dass das Bild mit einer Blende von Blende 8 oder Blende 11 sehr viel schärfer ist. Also die Ränder werden extrem scharf abgebildet im Vergleich zu dem Bild mit der 1,2er oder 1,8er Blende. Und das hat was mit einer technischen Besonderheit zu tun, denn die meisten Objektive bilden extrem scharf ab bei einer Blende von, ich würde sagen, 8 bis 11. Ich spreche jetzt natürlich von Fotoobjektiven. Das kann so sein, dass bei Cinema-Objektiven, also Objektiven, die speziell auf Filmkameras oder in dem Fall Kinokameras zum Einsatz kommen, eine andere Schärfenverteilung haben und somit dann auch besser bei Blende 1,4 im Gesamtbild die Schärfe abbilden, als das ein Objektiv tut, wie in der Fotografie zum Beispiel mit einer Schärfe von 8, mit einer Blende von 8 oder eben Blende 11. Fehler Nummer 4. Es ist zu glauben, dass man bei einem Spaziergang zum Beispiel, wenn man eine Fotosession macht, immer wieder die Blende umstellt. Das Problem bei dem Ganzen ist, dass man sozusagen unkonsistente Bilder, also ungleiche Bilder bekommt, was zum Beispiel die Schärfe betrifft. Das kann natürlich so sein, dass du das magst, aber dann sollte das auch beabsichtigt passieren. Also wenn du, wie vorher eben schon angesprochen, ein Objekt ganz besonders aus einem Bildausschnitt rausheben möchtest und deswegen mit einer Blende von 1,8 fotografierst oder 2,8, dann ist es natürlich, dann ist es natürlich dir überlassen. Aber wenn du einfach nur durch die Landschaft gehst und fotografierst und zum Beispiel mit einer Halbautomatik fotografierst, wo immer wieder die Blende angepasst wird, um das Licht zu kompensieren, dann hast du natürlich auch immer wieder von der Schärfe unterschiedliche Bilder. Das bedeutet, dass man vielleicht bei einem Bild, das mit Blende 5,6 oder Blende 8 fotografiert ist, nicht so gravierende Unterschiede in der Schärfenverteilung im Gesamtbild sieht, wie das zum Beispiel dann ist, wenn du ein Bild mit Blende 8 machst, das nächste Bild mit Blende 5,6, dann eins mit 1,8, 1,2,
2,8 und dann auf einmal eins mit Blende 16. Das mag zwar sein, dass alle Bilder richtig belichtet sind, aber du wirst definitiv einen Unterschied sehen in der Schärfenverteilung auf das gesamte Projekt oder die gesamte Session natürlich gesehen. Wie gesagt, es ist natürlich so, dass du das einfach bewusst einsetzen sollst und nicht dann überrascht sein solltest, wenn du später am Computer hingehst, die Session öffnest in Lightroom oder was auch immer und dann feststellst, das ist irgendwie sehr komisch, denn die Bilder sind insgesamt inkonsistent. Also natürlich hast du die Bilder richtig belichtet, aber du hättest vielleicht in einem Bild mehr scharf gehabt als in dem anderen Bild. Fehler Nummer 5 ist einer, der immer wieder erfahreneren passiert, der auch mir immer wieder mal passiert. Und deswegen solltest du immer mal ein bisschen genauer hinschauen. Spezieller, wenn du dein Führungslicht einleuchtest, also in einer Studiosituation oder wo du zum Beispiel auch Kontrolle übers Licht hast, dann sei dir im Klaren, dass dein Führungslicht, wenn du dieses haargenau auf den gleichen Blendenwert setzt wie deine Kamera, unter Umständen nicht so optimal ist. Ein Grund dafür ist, weil du natürlich Richtung Lichter nicht so viel Spielraum hast, als das normalerweise der Fall wäre. Angenommen, ich fotografiere mit einer Blende von 8, dann möchte ich das Licht eigentlich auf einer Blende von 5,6 haben. Das ist eine Blende unter 8. Das bedeutet, dass mein Führungslicht natürlich ein bisschen dunkler wird, aber in der Postproduktion kann ich das dann speziell, wenn ich jetzt zum Beispiel JPEG fotografiere, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, zum Beispiel weil es schnell gehen muss bei Sportfotos, dann habe ich in der Postproduktion trotzdem noch einen gewissen Spielraum, um mein Führungslicht anzupassen. Und gerade am Anfang, wenn es immer heißt, belichte fürs Licht, also belichte für die Highlights in deinem Licht, beispielsweise da hinten diese Lampe, die da hinten steht, belichte für die Lampe, heißt im Endeffekt, setz die Blende in deiner Kamera am besten eine Blende unter das Highlight. Und in dem Fall wäre es zum Beispiel so, wenn meine Kamera auf Blende 8 ist, setze ich mein Führungslicht auf Blende 5,6 und ich sollte eigentlich ganz gut damit zurechtkommen. Genauso verhält es sich, wenn du draußen unterwegs bist und dein Lichtmessgerät benutzt und du deine Lichter einmisst, dann schau halt Ausschau nach den Lichtern und miss die Lichter und benutz vielleicht die Skala nach Ansel Adams. Für alle, die nicht wissen, was das ist, googelt das mal und ich werde auch mal ein Video dazu machen. Das ist eigentlich eine Helligkeitsskala, in der man also ein Bild belichten kann und verschiedene Bereiche, also verschiedene Helligkeitsbereiche in einem Bild einteilen kann. Deine Highlights sollten zum Beispiel dann in Zone, ich würde sagen, 6 bis 7 liegen. Sie können allerdings auch teilweise, wenn es die Sonne ist, dann liegen die wahrscheinlich in Zone 10, also 5 ist die Mitte und das bedeutet, deine Kamera oder dein Lichtmessgerät schlägt dir eigentlich immer einen Blendenwert vor, der auf die Mitten belichtet. Das bedeutet, misst du irgendwas ein, dann zeigt dir die Kamera den Blendenwert an, den du einstellen musst, damit dein Bild in der Mitte belichtet ist, also bei 18% grau. Nicht für alles ist das optimal. Wenn du zum Beispiel dieses Licht da hinten misst, dann würde ich sagen, okay, ich möchte dieses Licht da hinten nicht auf meinen Mitten haben, sondern ich möchte, weil es ja ein Highlight ist, dieses Licht auch in die Lichter verschieben und anstatt die Zone 5 zu benutzen, was die Mitten, also 18% grau sind, verschiebe ich dieses Licht 2 oder 3 Stufen nach oben und in dem Fall wäre es dann so, wenn ich sage, okay, meine Kamera filmt auf Blende 4, dann schiebe ich das Licht da hinten im Endeffekt noch ein bisschen höher, wenn ich die Blende meiner Kamera verschiebe. Also dieses Licht beispielsweise ist auf Blende 11, dann würde ich mit meiner Kamera beispielsweise sagen wir mal, man geht eine runter, Blende 11, dann Blende 8, Blende 5,6 und dann Blende 4. Wenn ich also dieses Licht in Zone 8 haben möchte,
dann muss ich mit meiner Kamera in Blende 4 filmen, um dieses Licht in Zone 8 zu haben. Möchte ich es in Zone 7 haben, dann muss ich mit meiner Kamera in Blende 5,6 filmen. Das ist alles noch ein bisschen kompliziert, aber es ist tatsächlich so, stell dein Führungslicht lieber eine Blende unter deine Kamerablende ein und du bist auf der sicheren Seite. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.